So, wo sind wir? Mein Gott, unser geheimnisvoller Anrufer hatte recht. Es ist offenbar tatsächlich Batman, der das Gebäude verlässt. Ach, wirklich? Hallo Gotham, ich bin's. Ich fürchte, Miss Vale wird in Kürze nicht mehr auf Sendung sein. Wir entschuldigen uns für diese Störung. Wir wurden getroffen. Wir stürzen ab. Mayday! Mayday! Wenn uns jemand hören kann, wir... Okay. Dann retten wir es mal hier. Hallo, Gotham? Ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Mein Nachrichtenhubschrauber wurde abgeschossen. Wir sind irgendwo in West Arkham abgestürzt. Ich glaube, ich sehe das Gerichtsgebäude. Wir brauchen Hilfe! Ich sitze hier fest und stecke mitten in etwas, das wie ein Bandenkrieg zwischen... Was zum Teufel war das? Oh Gott, überall um mich herum sind Scharfschützen. Es sieht so aus, als würden sich die Insassen uns nähern. Meine Güte, bitte, wenn ihr uns hört, schickt Hilfe. Hier spricht Vicky Vale. Ich wiederhole, hier spricht Vicky Vale. Helft mir, bitte, Hilfe. Die Schlampe. Ja. Freu dich nicht zu früh. Joker flippt aus, wenn du das versaust. Wovon redest du? Als ob ich es nicht schaffen würde, dieser nervigen Reporterin in den Schädel zu bringen. Überall sind Scharfschützen. Das ist nicht gut. Batman wurde von einem Scharfschützen getroffen. So, wo waren wir denn noch? Da hinten haben wir noch einen. Ich kann sie nicht sehen! Streng dich an. Joker will die In den Dini Towers wird nicht mehr geschossen. Ich kann auf dem Wohnhaus auch keine Scharfschützen mehr sehen. Ich melde mich hier mitten aus Arkham City und ich kann Ihnen bestätigen, dass hier Chaos herrscht. Ja, pures Chaos. So, was haben wir denn hier? Erstmal, Backrow und Waffen. Aha, mit Annäherungsmine zünden. Ja. Ach komm. Jetzt können wir die also auch noch fernsteuern. Und weg. Du solltest hier in Sicherheit sein. Bleib hier und zieh den Kopf ein. Bekomme ich vielleicht ein Exklusivinterview? Willst du Gotham erzählen, was mit deinem Gesicht los ist? Nein. Hier bleiben und leise sein. So redet man doch nicht mit so einer netten Reporterin, Bats. Was willst du? Mit wem redest du da? Siehst du, was du getan hast? Die arme Frau ist ganz durcheinander. Irgendwie verständlich. Ich meine, sie hatte gerade erst einen schrecklichen Unfall. Den du verursacht hast. Was fällt dir ein? Ich habe nie... Ach, was, egal. Ja, okay, ich war's. Ich musste sicherstellen, dass Harley und das Heilmittel unbeschadet zu mir zurückkommen. Wenn du ein braver Junge bist, heb ich vielleicht was für dich auf. Es mag seltsam klingen, aber ich bin sowas wie deine letzte Hoffnung, nicht wahr? Ja. Nun, Gotham, wie es aussieht, bin ich fürs Erste sicher. Ich wurde soeben von Batman gerettet. Er hat mich davor bewahrt, dass Jokers Scharfschützen meinem Leben ein Ende bereiten. Wie konnten Jokers Leute in einem Hochsicherheitsgefängnis in den Besitz von Scharfschützengewehren gelangen? Das ist eine Frage, die ich Professor Strange stellen werde, falls ich je hier rauskomme. Ich muss schon sagen, dass mich die Zustände in dieser sogenannten Strafanstalt mehr als schockieren. Bislang konnte ich beobachten, wie bewaffnete Banden mordend durch die Straßen ziehen und es hier nicht einen Hauch von Autorität zu geben scheint. Und da sagt man uns, dass Arkham City gut für Gotham sei. Die Frage ist, ob der Preis dafür nicht zu hoch ist. Ich bin Vicky Vale. Ich melde mich live und lebendig aus Arkham City und hoffe, dass es so bleibt. Na ja. Glaubst du, der Joker hat beim Sender angerufen? Er muss es gewesen sein. Jetzt hat er uns da, wo er uns haben wollte. Okay, neue Nebenmission. Gute Neuigkeiten, Master Bruce. Ich glaube, wir kennen das Heilmittel nun. Mr. Fox hat genug davon hergestellt, um sie zu heilen. Er arbeitet bereits an einer größeren Menge für die Bewohner von Gotham. Batwing. Ups. Gute Neuigkeiten, Master Bruce. Entschuldigung. Ich glaube, wir kennen das Heilmittel nun.
Mr. Fox hat genug davon hergestellt, um sie zu heilen. Er arbeitet bereits an einer größeren Menge für die Bewohner von Gotham. Batwing wurde gestartet und dürfte schon sehr bald in ihrer Nähe sein. Ich muss sie hoffentlich nicht daran erinnern, dass sie es schnellstmöglichst nehmen sollten. Das werde ich auf jeden Fall gleich machen, bevor ich da... Das ist Priorität Nummer 1 jetzt erstmal. Hauptsache, wir werden wieder geheilt. Und der ist einfach explodiert? Nein, jemand hat mit einer Rakete drauf gehalten. Irgendeine Ahnung, wer drin saß? Ich glaube, es war Vicky Vale. Du warst schon die Reporterin. Cool. Konnte die Schlampe noch nie leiden. Was zum... Zeit zu sterben! Oh, ich hab ihn! Er ist hier! Du kommst nicht nochmal an mir vorbei! Hier drüben! Ich hab ihn! Er ist hier drüben! Ja. Erstmal ausgeschaltet. Nein, 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 nein! Puh. Erstmal das Heilmittel nehmen. Sind wir jetzt Catwoman? Noch Tee, Batman? Wo bin ich? Was ist hier los? Was für eine Frage! Soll ich es ihm sagen? Oh, ich glaube ja. Er sieht so verwirrt aus. Nun, es ist ganz einfach. Ich habe eine kleine fixe Idee in deinem Kopf platziert. Eine Art hypnotische Suggestion. Sehr kompliziertes Zeug. Du würdest es sicher nicht verstehen, aber wie du siehst... Es hat funktioniert. Du gehörst mir und Strange kann nichts dagegen tun. Willst du deinen Tee etwa nicht trinken? Ist besonderer Tee, mein besonderer Tee, meine Spezialität. Fahr zur Hölle, Jarvis. Um es kurz zu machen, ich habe dich das sehen lassen, was du am meisten willst. Was war's? Sag's mir! Wie vorhersehbar. Genau wie Alice. Nie tut ihr, was ich will, ohne dass ich gleich lächerlich hohe Mengen psychoaktiver Mittel einsetzen muss. Nun, wenn das unbedingt nötig ist, ist es wohl gut, dass du sie bereits genommen hast. Jetzt fehlt uns nur noch der letzte Schliff. Ein spezieller Hut nur für dich. Du bist jetzt mein Soldat, Batman. Du wirst alles tun, was ich sage. Du wirst alles tun, was ich... Nein, 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 nein! Das ist nicht richtig! Das kannst du nicht machen! Meine Hüte sind etwas Besonderes. Sie bringen jeden dazu zu machen, was ich will. Jeden. Halt ihn auf! Halt ihn auf! Kämpfe nicht dagegen an! Okay. Na los, kommt her! Vernichten. Stell dir vor, du fällst. Boah, wie viele kommen da noch?
Du kannst nicht gewinnen. Du kannst nichts dagegen tun. Ich hab doch geblockt. Ach Mist. Wenn du aufwachst, wirst du mir gehören.